Hey Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Dufttest hier auf dem Kanal. Mir geht es immer noch nicht besser. Ich habe seit 1,5 Wochen jetzt noch so kleine Herzbeschwerden dazu. Aber ich fühle mich noch bereit, Tests aufzunehmen oder ich probiere es zumindest Step by Step, um wieder reinzukommen. Ich lade ja auch ab und zu wieder welche hoch. Aber egal, heute geht es weiter mit einem neuen Duft, nämlich von Saline oder irgendwas in die Richtung. Ich konnte es damals schon nicht richtig aussprechen. Ich sage jetzt einfach mal Saline Homme Intense Gold. Eine wunderbare Marke, also wirklich absolut faszinierend. Das Infinite Navy und das Absolute Blue, beide super Düfte für unter 10 Euro. Also wirklich jetzt, ich finde die Flakons mega schön, ich finde den Duft mega, es ist crazy. Also für den Preis hatten wir auf dem Kanal noch nichts Besseres und ich weiß auch nicht, ob wir was Besseres, viel Besseres finden werden. Naja, ich mache das Ganze jetzt erstmal auf. Wie immer, erstmal die Folie runter. Released wurde dieser Duft 2021, also ist jetzt 3 Jahre alt und wir haben wie immer auch keinen Parfümeur gefunden. Aber es ist halb so wild, weil bei der Marke, da vertraue ich irgendwie auf die Marke schon an sich, dass sie das gut macht, weil da haben sie mich bisher auch nicht enttäuscht. So, Leute, das ist der Karton und wir kommen jetzt mal erstmal zur Duftpyramide. Caroline Homme Intense Gold. Wir haben in der Kopfnote Mandarine, Apfel und Pfefferminze. Ich glaube, das erste Mal, dass wir Pfefferminze in einer Duftpyramide haben auf dem Kanal. Sehr interessant. In der Herznote haben wir Muskat, Zimt, Rose und Lavendel. Auch eine interessante Kombi. Bisschen blumig, leicht würzig, aber auf so eine frische, also auf so eine angenehme Art und Weise. Und in der Basis haben wir Tonkabohne, Amber, Moschus, Leder und Zedernholz. Auch interessant, bisschen männlich, mit dem Zedernholz auch, eher jetzt nicht so ein süßes Holz. Die Tonkabohne ist Amber, Moschus, klingt spannend, klingt wirklich spannend. Geht in so eine süß, würzig, holzig, synthetische Richtung. Und wir schauen uns das Ganze an. Ja, wir machen jetzt erstmal den Karton auf. Für wann ist dieser Duft? Ist ein Herbst-Winterduft für Abend und zum Ausgehen. Also auch mal ein bisschen was anderes, sonst haben wir eher so frische Sachen die ganze Zeit. Ein Herbst-Winterduft zum Ausgehen, nicht mal so ein Alltagsduft. Ich bin sehr gespannt. Wir machen das Ganze auf. Wir haben oben wieder diese Caroline. Also so schön für diesen Preis. Also wer auch immer hinter dieser Firma steckt, Respekt. Und Made in France, 60 Milliliter haben wir drin. Genau, das auch nicht vergessen. Und hier haben wir es. Intense Gold von Caroline, wie auch immer. Geil. Also ich muss sagen, vom Flakon schön. Es ist halt schwarz, also relativ schwarz von hinten, wenn man durchschaut, so ein bisschen gräulich. So gräulich schwarz mit einem goldenen Schriftzug. Passt zum Thema. Rein jetzt von der Farbe, muss ich sagen, gefallen mir die anderen zwei schon ein bisschen besser. Das auf jeden Fall. Aber es ist trotzdem, also wie gesagt, nochmal für diesen Preis ein wunderschönes Flakon. Da kann man nichts anderes sagen. Intense Gold, Caroline Homme. Kriegt von mir direkt eine Flakon-Note. Also für den Preis, ich mache hier eine 1-. Ich glaube, ich habe den anderen auch eine 1- gegeben. Obwohl dieses Schwarz-Gold mir nicht ganz taugt, finde ich so schön. Also wirklich so ein schöner Duft. Wow. Ja, vor allem halt für den Preis. Also krass, crazy. Leute, wir schauen uns jetzt noch die Parfumo-Wertungen an und dann testen wir den Duft. Ich bin schon sehr gespannt. Wir haben von Parfumo für den Duft eine 7,6. Nicht schlecht. Für die Haltbarkeit 7,3. Auch nicht schlecht. Für die Sillage 7,0. Auch nicht schlecht und fürs Flakon eine 7,3. Also alles 7 oder 7 plus für einen unter 10 Euro Duft. Sowas hatten wir auch noch nicht. Also außer die anderen Caroline-Dufte auf dem Kanal. Ich bin sehr gespannt. Also Abend-, Winter-, Herbstduft zum Ausgehen. Ich rieche da noch nicht viel. Müssen wir mal. Oh, zerstäube auch. Boah. Boah, ins Auge rein. Ist schön. Geht in so eine Tony Guard, a better man. Aber viele gehen in diese Richtung. Aber ich habe, glaube ich, den als erstes gerochen in so eine Richtung. Jetzt vergleiche ich den mal mit dem. Schön. Winterlich, den Zimt riecht man raus. Die Hölzer, das Leder. Also es ist ein schöner, männlicher Winterduft. Und wie auch für den Preis. Also ich kann es nicht fassen. Ich will mal kurz nochmal auf meinen Arm sprühen. Also für den Winter echt ein geiler Männerduft.
Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll zu Kalin. Also für den Preis, Leute, Duftnote auf der Haut auch sehr angenehm. Oh. Hatten auch schon so ähnliche, aber. Oh, der gefällt mir. Der ist schon intensiv. Das für ein Eau de Toilette. Ist ein Eau de Toilette, ne? Die kommen ja alle so intensiv vor, aber. Ja, ist ein Eau de Toilette. Faszinierend. Echt schön, Leute. Von mir Duftnote. Ah, Flakon mal 1 minus. Duftnote geben wir. Eine 2 plus hier. Er ist schön, mir gefällt der, ist echt angenehm. Aber ich gebe hier trotzdem eine 2 plus, weil die anderen Kalin-Düfte fand ich noch ein bisschen angenehmer vom Geruch. Aber Leute, Kalin Om Intense Gold, also wirklich absolute Duftempfehlung, vor allem für den Preis. Schaut mal rein. Ich hoffe, ich bin bald wieder gesund, da kann ich euch das noch euphorischer und noch mehr wieder vorstellen. Aber ja, heute war es mit Intense Gold. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich über eine Bewertung. Ich freue mich über eure Unterstützung durch ein Abo. Und ansonsten sehen wir uns morgen oder die Tage wieder. Ich weiß nicht, wie ich mit der Upload-Geschwindigkeit gerade bin, weil es mir eben nicht so gut geht. Aber das war's mit Intense Gold Kalin Om. Freue mich, den euch vorgestellt zu haben. Und wir sehen uns eben beim nächsten Mal wieder bei einem weiteren Jaguar-Duft. Seid gespannt. Top-Empfehlung. Wirklich, Leute. Top-Empfehlung. Ihr müsst keine 100 Euro für einen Duft aufgeben. Hier unter 10 Euro habt ihr einen Herbst-Winter-Duft. Perfekt. Also für Leute, die sagen, ey, ich will im Jahr 20 Euro ausgeben für Düfte. Kauft einmal den für den Winter-Herbst und kauft einmal Absolute Blue oder Infinite Navy für den Frühling-Sommer. Und ihr habt unter 20 Euro, seid ihr das ganze Jahr bedeckt. Also für Leute, die trotzdem nach was riechen wollen, ohne jetzt in diese Parfum-Szene zu stark reinzugehen. Geiles Ding. Leute, das war's mit Intense Gold. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Immer schnell happy bleiben, niemals aufgeben. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.